Mensch, 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 ist die Karre schwer. Oh, ich will nicht mehr. Hätten wir die Gack doch mal mit auf den Ausflug genommen. Obwohl, eine große Hilfe wäre sie wohl nicht, was? Benedikt, ich will endlich mal Pause machen. Wir sind bestimmt schon seit, ja, bestimmt 20 Minuten unterwegs. Wo ist eigentlich Alfonso? Der schläft bestimmt hier im Wagen, was? Anstatt mal mit anzupacken. Ah, toller Ausflug. Mensch, Gottfried, jetzt reg dich doch ab. Weißt du was? Wir machen da drüben einfach mal eine kleine Verschnaufspause, okay? Oh, da ist ein Grabstein. Vielleicht dann lieber doch nicht. Na komm, Gottfried, reiß dich zusammen. Wir schaffen's schon. Was? Ein Grabstein? Und von dem habt ihr Angst? Meine Güte. Hier kann man wirklich nicht lange schlafen. Also wirklich, ihr stellt euch an, ihr habt doch selber mal in einem Stück mit dem Tod gespielt. War das nicht Gevatter Hain? Natürlich. Wisst ihr was? Wir machen direkt hier eine Pause und dann erzähle ich euch nochmal die Geschichte von Gevatter Hain. Vielleicht ist es euch dann ein leichteres mit dem Grabstein. Ja, hallo und herzlich willkommen im Keduma Marionettentheater. Heute geht es etwas gruseliger zu als sonst, denn es geht um das Thema Tod. Doch auch der Tod hatte seine guten und positiven Seiten. Was ich damit meine, das seht ihr jetzt im Stück Gevatter Hain. Viel Spaß dabei!
Namenloser, fremder, obdachloser. Hier bist du nun also an deiner letzten Ruhestätte angekommen. Und wir hoffen, dass du den ewigen Frieden finden wirst. Nun wende dich dem Licht zu und gehe mit Gott. Gehe mit Gott. Kommt, meine Brüder, lasst uns für diesen armen Menschen beten. Jetzt ist die Seele meine. Ah! Hinfort mit dir, du widerlicher Dämon. Du hast hier auf diesem Friedhof nichts zu suchen. Ich bin Gevatter Zeit und ich bin nur gekommen, um dem Toten den letzten Weg zu weisen. Wenn du seine Seele willst, dann hast du abzuwarten, denn ihm, wie auch jeder Seele, wird ein gerechter Prozess im Jenseits gemacht. Erst dann wird entschieden, ob die Seele in den Himmel oder in die Hölle kommt. Also verschwinde, sonst muss ich mit meiner Sense noch Gebrauch machen. Und das wird kein schönes Bild. Das wird dir noch einmal leid tun, Gevatter Zeit. Irgendwann wirst auch du dem schwarzen Tod Folge leisten und Ehrfurcht erweisen, denn es ist die Prophezeiung. Bald wird der schwarze Tod über diese Welt hereinbrechen. Und dann wirst selbst du Angst vor dem Tod haben. Glaub mir, es ist nur noch eine Frage der Zeit und dann wird das Unglück hier eintreten. Der schwarze Tod, natürlich. Na, dann werde ich erstmal wieder zurück ins Totenreich reisen. Moin. Nenü, ist ja gar keiner da. Ach doch, ja. Na, dann will ich mich erstmal vorstellen, ne? Ich bin nämlich der Hein. Ja, ich bin Hein. Hein von der Werft. Und ich kann nun mal nicht ab, wenn man mich nervt. Wenn man mich nervt. Und
Und wenn mich einer nervt, dann zähle ich bis 8. Ja, 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 dann zähle ich bis 8. Und dann gibet auf die Schnauze. Auf die Schnauze, bis er lacht. Denn ich bin Hein von der Werft und ich kann nun mal nicht, auch wenn man mich nervt. Jo, also wie schon gesagt, ich bin Hein. Gevatter Hein, mit der Lizenz zum Töten, nicht? Das Leben als Tod, das hat natürlich auch seine Vorteile, aber auch Nachteile, nicht? Unabhängig jetzt davon, dass ich nicht mehr sterben kann, ne? Aber nun ja. Ich als Gevatter Hein, ich mach ja nicht viel. Naja. Nun, die anderen Gevattern, ne? Die anderen Tode, die machen sich schon lustig über mich. Besonders Frau Hippe. Aber die ist mir sowieso ganz suspekt. Ich hätte so gerne eine große Aufgabe. Aber die habe ich leider nicht. Ja. Ach so, wofür ich zuständig bin, möchtet ihr wissen? Nun, entweder werde ich dafür geschickt, um die Blätter von den Bäumen fallen zu lassen, denn das sind ja auch Pflanzen und dementsprechend haben sie ja auch Leben. Oder die Tiere, die jetzt hier mal am Friedhof sind, töten. Ne? Was halt so anfällt. Aber sonst gar nichts. Und ich könnte auch nie hier vom Friedhof runter. Ja. Aber wenn ich hier zum Beispiel Schlangen sehe, wie letzte Woche, ne? Weil Schlangen, die haben ja hier nichts zu suchen am Friedhof, ne? Dann kill ich die einfach. Zack, los, stirb. So, na also, geht doch. Aber ich würde so gerne mal was Großes tun. Irgendwas, was für die Menschheit. Denn so, ja, Tiere töten, das mache ich ungern. Vielleicht, ja, was weiß ich schon. Irgendwas durch die Arbeit machen, wo der Menschheit mit geholfen wäre. Aber was könnte das schon sein? Dadurch, dass ich ein Gevatter bin, ja, ist das natürlich alles etwas schwieriger. Ja. Ich bring doch halt nur den Tod. Und das dann auch nur in der Pflanzen- und Tierwelt. Gut, dass wenigstens noch Gevatter Zeit zu mir steht. Sonst hätte ich nämlich gar keine Freunde. Ja, und jetzt muss ich erstmal wieder davon zurück ins Totenreich. Da, wo es richtig tot ist. Also dann. Bis denn, Mo. Na, vielleicht habe ich ja Glück und ich kann ein Schwätzchen mit geforderter Zeit halten. Vielleicht hat der ja eine Idee für mich, was ich machen könnte. Das wäre schon ideal, ne? Naja, man wird ja sehen, was kommt. Als dann.
So, jetzt muss ich ein bisschen leiser reden. Denn diese Kerzen da, das sind ganz besondere Kerzen. Das sind Seelenkerzen. Daran sieht zum Beispiel der Gevatter Zeit, bei welchem Menschen es langsam an der Zeit ist, sein Lebenslicht auszupusten. Eine schöne Idee, nicht wahr? Und hübsch ist sie auch. Ja. Naja, dann will ich die Kerzen hier mal allein lassen. Denn jeder Windhauch könnte 2-3 Tage eher für einen Menschen zum Tod führen. Und das will man ja nicht, ne? Bin ich wieder daheim, hier im Totenreich. Die anderen Tote, die werden auch gleich kommen, denn die brauchen immer ein bisschen länger als ich. Die haben ja auch ein größeres Aufgabengebiet als ich. Die dürfen sich um Menschen kümmern. Ich müsste da wohl wahrscheinlich noch durch die weiße Hölle. Ah, schau mal da. Da kommt ja die Frau Hippe. Ja, hallo. Kleiner Tod. Na, wie geht's dir? Erzähl, was gibt es Neues auf deinem kleinen, putzigen Friedhof? Musstest du wieder einen Baum absterben lassen? Mensch, Frau Hippe, ich hab doch schon tausendmal gesagt, dass ich nicht der kleine Tod, sondern ihr Vater Heim heiße. Aber sei es drum. Weißt du, ich würde so gerne der Menschheit helfen. Aber wie? Ich bin ja schließlich ein Tod. Wie soll der Tod der Menschheit helfen? Die einzige Gabe, die ich habe, ist das Töten. Kannst du, Frau Hippe, mich verstehen? Was denkst du darüber? Nun, ich muss sagen, du hast eine blühende Fantasie. Nein, also wirklich, der Menschheit helfen? Wir sind die, die der Menschheit den Tod bringen. Oder die Menschen nach ihrem Tod geleiten. Da haben wir doch nichts mit Menschenhilfe zu tun. Also wirklich, die Menschen sind nur für eines gut. Und zwar zum Sterben. Verstehst du? Sie brauchen keine Hilfe. Sie brauchen nur uns. Den Tod. Schau mal einer an, wenn man vom Tod redet. Da kommt ja noch einer. Gevatter Zeit, seid gegrüßt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich meine, ihr seid ja auch schon in einem sehr ehrwürdigen Alter. Hallo, halt.
Hallo, Hippe. Ja, danke der Nachfrage. Es geht mir gut. Doch sagt an, Frau Hippe, was meint ihr damit, dass ich in einem ehrwürdigen Alter sei? Ich verstehe euch nicht ganz. Nun, ganz einfach. Ich meine, Gevatter Zeit, ihr seid der oberste Tod. Und ihr habt eure Aufgabe immer gut gemeistert. Dennoch muss ich sagen, es wäre doch langsam an der Zeit, das Amt abzugeben. Zum Beispiel an mich. Ihr habt ausgedient, Gevatter Zeit. Ihr seid zu alt. Die Welt braucht mich. Was? Mein Amt abgeben? Und dann noch an euch? Nein. Niemals. Das könnt ihr vergessen. Pfui, schämt euch. Ihr seid widerwärtig. Wieso wundert mich das jetzt nicht, dass ihr euer Amt behalten wollt, Gevatter Zeit? Dennoch, wenn ihr es mir nicht freiwillig geben wollt, dann müsst ihr die Konsequenzen daraus ziehen. Ich weiß, dass ich für etwas Höheres bestimmt bin, als den Posten, den ich jetzt habe. Ich werde die Menschheit heimsuchen, und dann wird nur noch Tod über das Leben regieren. Auch wenn das bedeuten mag, dass wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, wir Tode sterben, weil es nichts mehr zum Töten gibt. Aber das soll mir nur recht sein. Ja, ich bringe nun den ultimativen Tod. Wartet nur ab, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ihr habt mich, Frau Hippe, unterschätzt. Und dafür werden jetzt alle büßen. Ja. Denn ich weiß, wie ich mit meiner Sense arbeiten muss. Um einen grauenhaften Tod auf die Welt zu lassen. Also wirklich, diese Hippe ist ja nicht mehr ganz dicht. Nein, 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 nein. Die hat ja wohl ein Rad ab. Aber egal. Hein, ich wollte dir sowieso noch etwas zeigen. Einen ganz besonderen Raum. Jetzt, zu deiner Ausbildung als Tod, solltest du diesen Raum zumindest einmal gesehen haben. Dann bitte ich dich, mir jetzt einmal zu folgen. Es wird sicherlich hochinteressant für dich werden. Glaub mir. Der Raum des schützenden Drachen heißt er nämlich. Also dann, auf mit dir und lass uns nicht mehr über Frau Hippe reden oder uns drum kümmern. Das ist sie gar nicht wert. Ein Raum? Was Interessantes für mich? Na gut, warum nicht? Moment! Ich komme! Dann bin ich mal gespannt.